Und inzwischen hatte sich das auch rumgesprochen und dann hatte ich Kontakte mit dem Starclub aufgenommen, mit Mike Leckebusch vom Beatclub. Und wenn die da aufgetreten waren, hatten wir natürlich die Möglichkeiten, sie anschließend auch im Jaguar Club nachher auftreten zu lassen. Wir haben da die modernsten Anlagen, die dollste Ausstattung, auch alles, was in war und zurzeit gefragt war, haben wir reingebracht. Und wir sind im Oktober 1965 aus dem Schützenhof rausgegangen und das neue Domizil wurde aufgebaut mit Hilfe vieler Freunde, vieler Fans. Ob sie nun Elektriker waren oder der eine brachte sein Schweißgerät mit, dann hat man jemand, die ganze Elektronik machte. Es klappte wie am Schnürchen. Innerhalb eines Vierteljahres hatten wir einen kompletten modernen Beatclub, der wirklich attraktiv war.